Sie sind aus vielen Kinderzimmern nicht wegzudenken. Eichhorn, Holzeisenbahnen, Schienen, Brücken und Häuser. Doch wie und wo werden sie eigentlich hergestellt? Wir haben uns auf die Suche gemacht und sind 40 Kilometer südöstlich von Prag fündig geworden. In der Simba Toys Spielwarenfabrik im 1000-Einwohner-Dorf Netvorice entstehen die kleinen bunten Holzspielzeuge. Dobrý den, wie man hier in Tschechien sagt. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen in unserem Projektionsbetrieb in der Tschechischen Republik, wo wir unter dem Markennamen Eichhorn die Holzeisenbahn herstellen. Und ich lade Sie jetzt ein, auf einen kleinen Rundgang diesen Betrieb kennenzulernen. Qualität hat bei Eichhorn Priorität. Deshalb sind alle Produkte aus hochwertigem Buchenholz. Wir stehen hier jetzt am Holzlagerplatz, wo das Holz, das wir aus nachhaltiger ökologischer Forstwirtschaft beziehen, angeliefert wird und zwischengelagert. Das heißt, wir lagern es hier und trocknen es auf natürliche Weise, da das Holz im Anlieferzustand einen zu hohen Wassergehalt hat. Von dem Holzlagerplatz kommen die Bretter in eine Trockenkammer. Nach dem Trocknen werden die riesigen Holzbretter auf eine Länge von 80 cm gekürzt. Die Breite der Bretter variiert bei den einzelnen Bauteilen zwischen 3 und 10 cm. Nachhaltige Forstwirtschaft steht bei Eichhorn im Vordergrund. Deshalb haben alle verarbeiteten Hölzer das FSC-Garantiesiegel. Das Besondere an unserer Produktion ist, dass unsere Abfallprodukte auch weiterverarbeitet werden, zum Beispiel in Form von solchen Briketts oder Pellets, die sich mittlerweile in Westeuropa einer hohen Beliebtheit erfreuen für den privaten Hausgebrauch. In den vollautomatischen Holzbearbeitungsmaschinen, wie der sogenannten vierseitigen Fräse, bekommen die Holzbretter die richtige Form. Kanten werden direkt nach dem Fräsen abgerundet. Einige Teile wie die Schienen schleifen die Arbeiter von Hand. Auch die Weichen werden manuell in die CNC-Oberfräse gelegt und fixiert. Wir befinden uns hier in der Lackiererei, wo wir Zubehör und Kleinteile mit Farbe lackieren. Das passiert im Trommelverfahren auf Wasserbasis. Wir geben also Farbe und verschiedenes Füllmaterial in eine Trommel ein und lassen es ähnlich wie bei einer Waschtrommel mit Farbe überziehen. Und somit haben wir dieses hochwertige Ergebnis. Und das lässt sich sehen. Jetzt werden die verschiedenen Einzelteile nur noch konfektioniert, einsortiert und verpackt. Vom Baum bis zur Lok. Jährlich laufen so Hunderttausende Holzspielzeuge vom Band.